How long has it been? You have work for me? Always the charmer. But I'm glad it is you this sense. Wir haben es geschafft. Mit Chronicles Russia ist der letzte Teil der Assassin's Creed Subserie erschienen. Und wie schon India schlechter als China war, unterbietet Russia die Vorgänger qualitativ leider noch einmal. In very special box. It may be a piece of Eden. Zumindest hinsichtlich der Geschichte, die sich um Assassine Nikolai und die Zahntochter Anastasia dreht, ist stärker als die beiden Chronicles-Ableger zuvor. Immerhin etwas. Easy, I won't harm you. I just need that box. Nun gut, über den Edensplitter-Unsinn muss man halt hinwegsehen. What is it doing? Who are you? Beide Figuren sind in vorgegebenen Abschnitten spielbar, ein freier Wechsel ist wie in den Hauptmissionen in Syndicate nicht möglich. Anastasia verfügt über keinerlei Waffen und muss sich alleine durch Schleichen und Stealth-Kills ihren Weg bahnen. Nikolai hingegen stehen dank Schwert, Pistole und Co. mehr spielerische Möglichkeiten offen. Dumm nur, dass das Kampfsystem genauso mackenbehaftet ist wie in den Vorgängern und wir sogar noch weniger Lebensenergie haben als bisher. Schleichen ist auch in den Nikolai-Abschnitten das Mittel der Wahl. Helferlein wie Rauchgranaten machen uns hierbei das Leben ein wenig leichter. Und der Greifhaken ist wieder einmal ein unabdingbares Gadget. Wie schon bisher gilt, wenn die Schleichereien funktionieren, machen sie durchaus Laune. Allerdings funktionieren sie eben viel zu oft nicht. Um erfolgreich zu sein, müssen wir die teils völlig willkürlich erscheinenden Gegnerbewegungen auswendig lernen. Trial and Error in Reinform. Und als Anastasia haben wir sogar noch weniger Handlungsspielraum als bisher. Meistens geht's so aus. Und auch die unbeschreiblich nervigen Verfolgermissionen, bei denen wir ungesehen und möglichst schnell ein Ziel verfolgen müssen, sind wieder mit an Bord und nervig wie eh und je. Abseits der Hauptaufgabe gibt es wieder jede Menge Sammelzeug in den Levels zu finden. Und Serienstandards wie der Leap of Faith gehören freilich auch zum Paket. Die Sniper-Missionen aus India sind ebenfalls wieder mit dabei und deutlich häufiger als zuvor. Sie fühlen sich erneut unpassend an, machen aber trotz der extrem simplen Gestaltung Spaß. Bisher waren die Lauflevels das Highlight der Chronicles-Spiele. Waren sie bereits in India schwächer als in China, wurden sie diesmal jedoch so richtig verbockt. Die Zeitlimits, die man zur Verfügung hat, sind viel zu gering und die Laufstrecken sind über weite Teile sperrig gestaltet, sodass ich keinerlei Spielfluss einstellen will. Diese Flucht vor einem Panzer gehört mit zu den nervigsten Abschnitten aus allen Chronicles-Spielen. Scheinbar zufällig wird entschieden, ob wir dem Stahlkoloss entkommen oder nicht. Da ist Frust vorprogrammiert. Und weil wir Angeber sind, zeigen wir natürlich unseren einzigen erfolgreichen Fluchtversuch. Auch grafisch enttäuscht Russia nach dem recht hübschen India. Einprägsame Momente wie dieser hier sind die Ausnahme. Meistens rennen und meucheln wir uns durch grau in grau gehaltene Abschnitte ohne jeden Esprit. Abseits des Hauptspiels warten erneut Herausforderungsräume auf uns. Da müssen, damit wir erfolgreich sind, zum Beispiel alle Gegner besiegt werden, eine bestimmte einzelne Zielperson erwartet unsere Klinge und muss davor ausfindig gemacht werden, oder wir müssen alle über den Raum verteilten Lichtkugeln aufsammeln. Da diese Haupträume sich bezüglich des Gameplays aber nicht vom Hauptspiel unterscheiden, hält sich der Spaß in Grenzen. Das gilt für die Chronicles-Reihe als Ganzes. In drei Spielen hat sie es nicht geschafft, sich eine interessante Identität aufzubauen. Und mit Russia findet sie leider ein ziemlich unrühmliches Ende. Wir desynchronisieren und melden uns aus dem Animus ab.